bin Historiker. Ich habe gute Bücher geschrieben, sehr gute Bücher. Und ich sollte der Chef dieses Instituts sein, weil ich der Beste bin. Ja, aber keiner mag sie. Mann! Wie geht's nur? Du hast da verfassungsfeindliche Symbole auf deiner Herrentitte. Ja, an deiner Stelle würde ich mich mal ganz schnell verpissen. Hört sich jetzt Jungfernhistoriker. Du, ich verliere Haare. Schatz. Nein, ich verliere Haare. Ich verliere viele Haare. Viele Männer in deinem Alter verlieren Haare. Du hast schwere psychische Probleme und ich werde nicht dulden, dass die hier länger den betrieblichen Ablauf stören. Kaugummi? Findest du es lustig, mir einen Kaugummi anzubieten, du Arschloch? Sie haben Ihnen das angetan? Ja. Sie haben meine Freunde die Zähne weggemacht? Nein, ein Zahn. Es war nur ein Zahn. Es war nur ein Zahn! Was machst du denn da? Kann ich hier sitzen und das essen, während wir vor einem Auschwitz-Foto sitzen und über den Auschwitz-Kongress reden? Wie haben Sie über das Vergangene gesprochen? Sprechen Sie mit uns. Was soll ich denn mit Ihnen sprechen? Sie haben ja keinerlei Humor. Toto, wer ist Sie denn? Wir haben uns nur ein paar Fotos angeguckt. Ihr habt eine Vergangenheit? Ja, naja, also Pränatale, ja. Ihr Opa? Meine Oma. Mein ganzes Leben lang kenn ich dieser Scheiße! Du wirst so schnell negativ. Ich bin Holocaust-Forscher, ja. Ich verdiene mein Geld damit, negativ zu sein. Es gibt mir das gottverdammte Recht dazu, positiv zu sein. Ich? Ja, meine Familie hat einen nationalsozialistischen Hintergrund. Ich bin extrem gestört. Man merkt es vielleicht nicht so. Nicht unterbrechen. Kann diese Traumata-Scheiße nicht einfach mal aufhören? Ich liebe deine Geschichte, weil es meine Geschichte ist. Schaut euch.